Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zum Paul Ehrlich und Ludwig Darmstädter Preis 2021 und 2022 hier in der Paulskirche. Ich begrüße meine Mitrednerinnen und Mitredner, zuvorderst natürlich den Ministerpräsidenten Volker Bouffier. Sabine Dittmer, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Gesundheit und natürlich Professor Dr. Thomas Böhm, den Vorsitzenden des Stiftungsrats der Paul-Ehrlich-Stiftung und Professor Dr. Katja Becker, Präsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft, sowie die Laudatorinnen und Laudatoren Professor Dr. Hans-Georg Rammensee von der Eberhard-Karls-Universität Tübingen,
Professor Dr. Claudia Rössig von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Professor Pascal Cossard, Institut Pasteur Paris, Mitglied im Stiftungsrat der Paul-Ehrlich-Stiftung, Professor Sir John Walker, University of Cambridge, Mitglied im Stiftungsrat der Paul-Ehrlich-Stiftung. Insbesondere begrüße ich natürlich die Preisträgerinnen und Preisträger, die Hauptpreisträger 2021, Professor Bonnie Bassler von der Princeton University und Howard Hughes Medical Institute, sowie Professor Dr. Michael Silverman, der zugeschaltet ist per Livestream. Die Nachwuchspreisträger 2021, Frau Professor Elvira Maas. Die Hauptpreisträger 2022, Frau Professor Dr. Kathleen Caricot von BioNTech, Frau Professor Dr. Özlem Türeci, ebenfalls von BioNTech, und Herrn Professor Dr. Ugo Şahin, ebenfalls von BioNTech, und die Nachwuchspreisträgerin 2022, Dr. Laura Hinze von der Medizinischen Hochschule Hannover. Ein herzliches Willkommen gilt natürlich allen Repräsentantinnen und Repräsentanten aus Wissenschaft, Forschung und Medizin. Wenn ich Sie alle hier begrüßen wollte, würde die Liste noch deutlich länger, als sie so oder so angesichts des doppelten Programms heute geworden ist. Für die Stadtverordnetenversammlung begrüße ich außerdem den amtierenden Stadtverordnetenvorsteher Gregor Ammann. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist mir eine große Ehre und Freude, Sie im Namen der Stadt Frankfurt hier in der Paulskirche zur Verleihung des Paul-Ehrlich- und Ludwig-Darmstädter-Preises 2021 und 2022 begrüßen zu dürfen. Heute feiern wir nicht nur die Preisträgerinnen und Preisträger, sondern auch den 70. Geburtstag des Paul-Ehrlich- und Ludwig-Darmstädter-Preises. Es ist also ein besonderes Jahr, auch deshalb, weil diese Veranstaltung im letzten Jahr entfallen musste. Umso hoffnungsvoller, dass wir uns heute wieder hier in der Paulskirche zusammenfinden können, um die Preisträgerinnen und Preisträger von diesem und vom vergangenen Jahr gemeinsam zu würdigen. Wir sind es gar nicht mehr so ohne weiteres gewöhnt, dass wir uns in einem so großen Kreis versammeln können. Und ich sage bewusst hoffnungsvoll, trotz oder wegen der momentan wieder ansteigenden Corona-Infektionszahlen und des steigenden Hospitalisierungsindexes. Wir werden dauerhaft lernen müssen, mit Corona zu leben. Und ich sage auch hoffnungsvoll, ich wage es zu sagen hoffnungsvoll, trotz oder wegen des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine. Denn der Menschenleben rettende Fortschritt medizinischer Forschung braucht eine demokratische Gesellschaft als dauerhaften Nährboden. Frieden, Freiheit und Forschung gehören untrennbar zusammen. Dies wird uns in Krisen und Kriegszeiten wie jetzt noch mal ganz besonders deutlich. Das hängt auch damit zusammen, dass es immer die Schwächsten sind, die von Krieg und Krankheit ganz besonders betroffen sind. Darum ist es so wichtig, dass wir weiterhin alles daran setzen, dass es bald wieder Frieden gibt und dass die Wissenschaft ungehindert arbeiten kann. 1952 wurde der erste Preis vergeben. Nur zwei Jahre später, 1954, fand diese Preisverleihung erstmals hier in der Paulskirche statt. Ein in gleich mehrfacher Hinsicht symbolträchtiger Ort, der besonderen Veranstaltungen wie der heutigen Preisverleihung genau den richtigen Rahmen verleiht. Schließlich steht auch die Paulskirche als Wiege
der deutschen Demokratie dafür voranzugehen und Neues zu wagen, sowie auch die Preisträgerinnen und Preisträger sich nicht mit dem Status quo zufrieden geben. Sie stehen alle für großartige medizinische Innovationen. Die Forschungsarbeiten, die die Grundlage dafür schaffen, dass Patientinnen und Patienten, deren Angehörigen sowie deren behandelnden Ärztinnen und Ärzte Hoffnung auf Linderung oder gar Gesundung schöpfen können, werden heute hier gewürdigt. Denn jeder Fortschritt in der Grundlagenforschung stellt die unabdingbare Voraussetzung späterer therapeutischer Optionen da oder von Impfoptionen. Und ich hoffe, dass mit diesem Preis weitere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ermutigt werden, ihre ganze Expertise, ihren ganzen Forschungsdrang in die langwierige und oftmals sehr mühsame Grundlagenforschung einzubringen. Unsere Stadt Frankfurt steht für eine herausragende Tradition in Medizin und Wissenschaft und sie steht für einen wachen Forschergeist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Frankfurt ist nicht nur die Stadt der Bankentürme und der Europäischen Zentralbank oder auch die Stadt Goethes, sondern sie vereint auch die Johann Wolfgang Goethe-Universität, das ihr angeschlossene Universitätsklinikum und eine Vielzahl hochrenommierter wissenschaftlicher Forschungsinstitute von Weltrang. Sie war auch der wesentliche Wirkungskreis des großen Forschers und Nobelpreisträgers Paul Ehrlich. Seit 70 Jahren werden nun immer am 14. März am Geburtstag von Paul Ehrlich wegweisende Forschungen in der biomedizinischen Wissenschaft ausgezeichnet. Man könnte auch sagen, die geistigen Erben Paul Ehrlichs bereiten ihrem Namensgeber das schönste Geburtstagsgeschenk und die schönste Geburtstagsfeier, die man einem Wissenschaftler auch posthum bereiten kann. Da die dies- und letztjährigen Preisträgerinnen und Preisträger noch aus sehr viel berufenerem Mund gewürdigt werden, gestatten Sie mir nur einige wenige Anmerkungen zu drei dieser Preisträgerinnen und Preisträger. Sie, Frau Professor Dr. Carico, Frau Professor Dr. Turecci und Herr Professor Dr. Schein, stehen mit ihrer Erforschung und Entwicklung in einem besonderen Fokus, wie es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selten tun. Niemand kommt aktuell an ihrer erfolgreichen Grundlagenforschung vorbei. Die Rede ist von Messenger-RNA, kurz mRNA, ein Begriff, der, obwohl er hochkomplexe Abläufe beschreibt und bis vor kurzem nur in Kreisen der damit befassten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diskutiert wurde, momentan in aller Munde ist. Denn die Erforschung von mRNA ist unter anderem die Basis für die beiden ersten mRNA-Impfstoffe, die im Kampf gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 von so ungeheurer Bedeutung sind. Sie haben aber nicht nur Grundlagenforschung geleistet, sondern in dem von Ihnen gegründeten Unternehmen BioNTech wurde einer der Impfstoffe entwickelt, der bei der Eindämmung der SARS-CoV-2-Pandemie weltweit eine tragende Rolle spielt. Dass Sie diesen Preis heute erhalten, freut mich ganz besonders. Als Gesundheitsdezernent der Stadt Frankfurt und seit nunmehr mehr als 2 Jahren Leiter unseres städtischen Corona-Krisenstabs kann ich Ihnen gar nicht sagen, wie dankbar ich und viele andere für diese Technologie und den Impfstoff sind. Ich erinnere mich an das große Aufatmen in unserem Gesundheitsamt, als die Kolleginnen und Kollegen im Dezember 2020 mit den Impfungen zuerst in den Krankenhäusern und Altenheimen beginnen konnten und es so endlich möglich wurde, die besonders vulnerablen Menschen, die Älteren und die durch Vorerkrankung Geschwächten vor der bis dahin oftmals tödlichen Gefahr des Virus zu schützen. Ich muss Ihnen sagen, dass ich mich
persönlich noch nie so sehr über eine Impfung gefreut habe. Haben Sie ganz herzlichen und auch ganz persönlichen Dank für Ihre Beharrlichkeit und Ihren Mut. Haben Sie herzlichen Dank für diese Ihre Leistung. Und es ist mir gerade in einem solchen Zusammenhang eine besondere Ehre, an einem solchen Tag zu Ihnen zu sprechen. Liebe Preisträgerinnen, Preisträger, im Namen der Stadt Frankfurt am Main gratuliere ich Ihnen daher ganz herzlich zu dieser Auszeichnung und wünsche Ihnen auch für die Zukunft viel Erfolg bei Ihren Projekten. Unser großer Dank geht an die Paul-Ehrlich-Stiftung für die, wie immer, ausgezeichnete Wahl. Ihnen allen wünsche ich, bleiben Sie neugierig in der Tradition Paul Ehrlichs und Ludwig Darmstädters und genießen Sie heute Nachmittag große Wissenschaft. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser Festversammlung. Zum ersten Mal seit 3 Jahren können wir uns wieder hier versammeln, um die Wissenschaft zu feiern. Besonders freue ich mich, dass der Ehrenvorsitzende des Kuratoriums der Paul-Ehrlich-Stiftung, Ministerpräsident Bouffier, heute hier ist. Ich betrachte das als besondere Ehre, dass Sie da sind. Ich freue mich auch, dass Frau Dittmar da ist, die uns die Grüße des Bundesministers aus Berlin überbringen wird. Ich freue mich ganz besonders, dass Sie mit Ihrer Anwesenheit zeigen, wie groß Ihre Wertschätzung für die Paul-Ehrlich-Stiftung ist. Vielen Dank. Ich danke auch Herrn Stadtrat Meyer, dass er uns hier an dieser traditionsreichen Stätte den Willkommensgruß des Hausherrn überbracht hat. Und ich freue mich, den Präsidenten der Goethe-Universität, Herrn Professor Schleif, zu begrüßen. Mein Gruß gilt auch dem Vorsitzenden der Freunde und Förderer der Universität, Herrn Professor Bender. Und nicht zuletzt begrüße ich Frau Professor Becker, die Präsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die aber zudem auch die Ehrenpräsidentin der Paul-Ehrlich-Stiftung ist. Vielen Dank für Ihr Kommen. Ich darf Ihnen auch berichten, dass der Stiftungsrat seit einiger Zeit 5 neue Mitglieder hat, von denen heute hier 4 anwesend sind. Ich begrüße zunächst Frau Ministerialrätin Dr. Ziegelmann, die vom Bundesminister für Gesundheit als ständige Vertreterin in den Stiftungsrat entsandt wurde. Des Weiteren heiße ich willkommen die Infektiologin Professorin Pascal Cossard vom Institut Pasteur und den Pädiater und klinischen Immunologen Professor Alain Fischer vom Pariser Hôpital Necker sowie den Präsidenten des Paul-Ehrlich-Instituts, Herrn Professor Cicutek. Ebenfalls neu gewählt in den Stiftungsrat wurde der Chemie-Nobelpreisträger Sir Gregory Winter aus Cambridge in England, der heute leider nicht nach Frankfurt kommen konnte. Vielen Dank, thank you, merci beaucoup. Verehrte Festversammlung, wie Sie wissen, gehören der Paul-Ehrlich- und Ludwig-Darmstädter-Preis und der gleichnamige Nachwuchspreis zu den renommiertesten Auszeichnungen, die in der Bundesrepublik auf dem Gebiet der Medizin vergeben werden. Wie schon erwähnt, werden für das Jahr 2021 die Professorinnen Bonnie Bassler und Michael Silverman für ihre bahnbrechenden Arbeiten zur Aufklärung der Kommunikation zwischen Bakterien und ihrer Wirte ausgezeichnet. Dear Professor Bassler, it's a great honor, a very great honor to welcome you on behalf of the Scientific Council to Frankfurt, and we congratulate you on the award 2021.
And we extend our congratulations to Mike Silverman. He is not able to come today, so we wish him well, but here he is connected via the online connection. Frau Professorin Elvira Maas erhält den Paul Ehrlich und Ludwig Darmstädter Nachwuchspreis 2021 für ihre Forschungen zum Beitrag einer besonderen Art von Immunzellen, die für die normale Entwicklung des Organismus erforderlich sind. Diese Arbeiten wird Ihnen im Detail Professor Ramensee, ehemaliges Mitglied des Stiftungsrates, später erläutern. Auch Ihnen, Frau Maas, gilt unser herzlicher Glückwunsch. Für das Jahr 2022 werden die Professoren Kariko, Türeci und Shahin für ihre jahrzehntelange Erforschung von Messenger-RNA zu präventiven und therapeutischen Zwecken ausgezeichnet, die, wie Sie alle wissen, in der Entwicklung eines höchst wirksamen Impfstoffes gegen SARS-CoV-2 gipfelte. Dear Professor Kariko, sehr geehrte Frau Professor Türeci, sehr geehrter Professor Shahin, on behalf of the Scientific Council, I congratulate very warmly on this award, the 2022 prize. It is a great honor to have you here today. Den korrespondierenden Nachwuchspreis für 2022 erhält Frau Dr. Laura Hinze für ihre Forschungen zur besseren Behandlung bestimmter Leukämieformen, die unter Umständen auch für andere Tumorformen angewendet werden können. Auch Ihnen gilt unser herzlicher Glückwunsch. Frau Professor Rössig, eine sehr profunde Kennerin dieses Arbeitsgebietes, wird die Laudatio auf Sie halten. Meine Damen und Herren, wenn es jemals eines Beweises bedurft hätte, dass sich geduldige und oft jahrzehntelange Grundlagenforschung eines Tages segensreich für die Menschheit auswirken würde, dann haben unsere Preisträger von heute dies in schönster Weise gezeigt. Die eleganten Arbeiten von Silverman und Basler am Lichtorgan eines Tintenfisches haben uns gelehrt, wie Bakterien miteinander kommunizieren und wie man diesen Informationsaustausch beeinflussen kann. Ganz unerwarteterweise wurde damit das Tor aufgestoßen zur Entwicklung einer völlig neuen Klasse von Antibiotika, die sich der unheilvollen Zunahme multiresistenter Keime, von denen Sie alle gehört haben, entgegenstellen kann. Eine wahrhaft bahnbrechende Leistung, die Ihnen Frau Professorin Kossar in ihrer Laudatio erläutern wird. Wir alle erwarten von medizinischer Grundlagenforschung viel. Sie soll dem Verständnis von Krankheitsprozessen dienen, sie soll bessere Diagnose und bessere Behandlungsverfahren hervorbringen und all dies natürlich möglichst schnell und zuverlässig. Und wie Sie jetzt sehen, sind diese Erwartungen ganz und gar nicht unberechtigt, haben doch die Preisträger des Jahres 2022 mit ihren zukunftsweisenden Arbeiten in entscheidender Weise dazu beigetragen, eine unerwartet aufgetretene Infektionskrankheit mit globalen Auswirkungen und ausgelöst durch ein neuartiges Virus erfolgreich zu bekämpfen. Professor John Walker, Mitglied des Stiftungsrates, wird in seiner Laudatio darstellen, wie die Leistungen von Kariko, Türeci und Shahin dieses Problem in hervorragender Weise gelöst haben. Freuen Sie sich mit mir also heute auf eine Feier der Wissenschaft. Ich wünsche Ihnen eine interessante Veranstaltung und darf jetzt den Ministerpräsidenten um sein Grußwort bitten. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr verehrter Professor Böhm, sehr geehrter Stadtrat Mayer, sehr verehrte Frau Staatssekretärin Dittmar, verehrte Ehrengäste, verehrte Anwesende, es ist mir eine Freude und natürlich auch eine Ehre, im Namen des Landes Hessen Sie heute, insbesondere unsere Preisträgerinnen und Preisträger,
mit auszeichnen zu dürfen. Und ich möchte Ihnen sagen, wir hatten ja gestern Abend bereits Gelegenheit, uns ein wenig miteinander auszutauschen. Und es war aus meiner Sicht und ich hoffe auch aus Ihrer Sicht ein gelungener Abend. Und ich hatte dann die Gelegenheit, sehr viel zu erfahren. Und ich möchte Sie heute wieder sehr herzlich grüßen und Ihnen natürlich herzlichste Glückwünsche zu dieser großartigen Auszeichnung überbringen. Meine Damen und Herren, wir haben es gehört, heute steht die Wissenschaft im Mittelpunkt und deshalb will ich es bei wenigen Bemerkungen belassen. Wir feiern zum 70. Mal die Verleihung des Paul-Ehrlich- und Ludwig-Darmstädter-Preises. Das ist schon etwas Besonderes und das ist für uns in Hessen eine Ehre und eine Verpflichtung. Eine Ehre, weil es natürlich großartig ist, Männer und Frauen auszeichnen zu dürfen, die ganz außergewöhnliche Leistungen vollbracht haben. Wissenschaftlich herausragend, ja, ich nehme das Wort jetzt mal epochal herausragend. Und es ist für uns eine Ehre, sie auszeichnen zu dürfen. Der Gedanke dieses Preises war immer und bleibt, Wissenschaft zu honorieren, Wissenschaft zu unterstützen, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst, aber natürlich auch mit den damit verbundenen Auswirkungen für viele Millionen Menschen, die aus dem, was aus der Grundlagenforschung erfolgt ist, in der Umsetzung dann vielfach, und wir haben es gehört, Professor Böhm hat es angesprochen, Leiden lindern, Leiden vermeiden oder vorbeugend erst gar nicht entstehen lassen. Das war vor 70 Jahren genauso aktuell wie heute. Und deshalb mein ganz besonderer Dank, meine Anerkennung, meine Hochachtung gegenüber den Preisträgerinnen und Preisträgern. In diesem Jahr haben wir einen Preisträger und 5 Preisträgerinnen. Das mag Zufall sein, aber es ist zum 70. Jubiläum, wie ich finde, auch ein sehr interessantes Zeichen. Und deshalb Glückwunsch zur Auszeichnung. Meine Damen und Herren, es ist uns aber auch eine Verpflichtung hier in Hessen. Bei dem Blick auf die beiden kann man ein gutes Stück der Entwicklung auch unseres Landes nachzeichnen. Paul Ehrlich, der große Arzt und Forscher, der lange an der Charité war, kam 1899 hier nach Frankfurt. Und warum ist er gekommen? Er ist deshalb gekommen, weil hier die Voraussetzungen für die Grundlagenforschung aus seiner Sicht die besten in Deutschland waren. Das lag unter anderem damit zusammen, dass hier große Unternehmungen entstanden sind, die damals die weltgrößten Pharmaunternehmen der Welt waren. Ludwig Bergsträßer war ein Unternehmer und Wissenschaftler mit großer Leidenschaft. Und die Tatsache, dass die beiden zusammenkamen, war ein kongeniales Duo. Sie haben im Grunde genommen etwas mitbegründet, wie andere auch bei uns, wie Emil Behring zum Beispiel, nämlich das, was wir heute Cluster nennen. Wie bringen wir zusammen Wissenschaft, Wirtschaft? Wie bringen wir zusammen Hochschule und Hochschulwissenschaft mit der wissenschaftlichen Forschung in den Unternehmen? Das war im Grunde genommen eine der Schlüssel für den Erfolg unseres Landes. Wir waren mal die Apotheke der Welt und wir sind immer noch einer der stärksten Standorte. Und das befähigt zum einen zu besonderen wissenschaftlichen Leistungen, aber zum anderen, und das will ich heute einmal sagen, es schafft sehr viele Arbeitsplätze. Es schafft Wohlstand. Forschung von heute sind die Arbeitsplätze von morgen, hier bei uns und in der ganzen Welt. Und deshalb ist dieses Vermächtnis der beiden für uns auch Verpflichtung. Deshalb ist es notwendig, dass wir heute dieses immer mehr zusammenbringen. Man spricht von Vernetzung, von Clustern. Das ist für uns nichts Neues. Aber es ist uns eine Verpflichtung, auf diesem Weg engagiert weiterzugehen. Und wir als Land
empfinden unsere Aufgabe darin, diese Wege zu ebnen, sie zu unterstützen, mit besonderen Anstrengungen auch ein wenig zu begleiten. Denken Sie an unser Wissenschaftsprogramm, das LOEWE-Programm ist ein Klassiker dafür, wie wir aus teilweise bescheidenen Anfängen dann doch gemeinsam Großes erreichen können. Und da ist auch noch Luft nach oben, meine Damen und Herren. Es gab mal früher die Aufteilung, dass die Grundlagenforschung Sache irgendwie der Universitäten ist und die anwendungsorientierte Forschung ist dann Sache der Industrie oder der Wirtschaft. Eine Position, die aus meiner Sicht längst überholt ist. In einer globalisierten Welt, in einer technologisch so hochkomplizierten Welt, sind auf Dauer wissenschaftliche Spitzenleistungen und die Umsetzung auch in wirtschaftlichen Erfolg nur möglich, wenn man beides sehr früh zusammenbringt. Und das ist unsere Verpflichtung. So sehen wir das und so wollen wir auch als Land weiter daran arbeiten. Nicht immer gelingt es, herausragende Ergebnisse zu erzielen. Aber in der Summe ist es nicht nur eine häufig bahnbrechende Entwicklung in der Medizin oder in der Biologie oder in den verwandten Lebenswissenschaften. Es ist auch ein großes Stück unserer Zukunft und zum Erhalt unseres Wohlstandes. Und deshalb, gerade weil die beiden, der Unternehmer Bergsträßer, der Wissenschaftler Paul Ehrlich, beispielhaft stehen für diese Kombination, kann uns das auch Leitbild für die Zukunft sein. Und deshalb, meine Damen und Herren, ist es uns eine Freude, dass wir auch nach 70 Jahren die Ehre haben, ganz ausgezeichnete Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und in Ihrem Fall auch Unternehmerinnen und Unternehmer auszeichnen zu können an diesem ganz besonderen Ort. Der Stadtrat Meyer hat es gesagt, es ist immer wieder eine Freude, es ist ein besonderes, ja, wie soll ich sagen, es ist eine Aura. Und das, was Sie gesagt haben, auch und gerade im Zusammenhang mit dem, was uns alle bewegt, was uns zerreißt, dieser Krieg, es ist richtig. Erfolgreiche Wissenschaft braucht Freiheit. Erfolgreiche Wissenschaft braucht Innovation und braucht auch globalen Austausch. Und deshalb, man kann diesen 70. Geburtstag des Paul Ehrlich und Ludwig Darmstädter Preises nicht begehen, ohne auch diesen Gesichtspunkt aufzurufen und mit aller Kraft, so gut wir das können, dazu beizutragen, dass möglichst bald dies wieder möglich ist. Und deshalb, meine Damen und Herren, heute stehen die Preisträger im Mittelpunkt. Obeiner, Professor Silberstein, Turimci, Ocean, Frau Professor Karakun und unsere Nachwuchsprofessorinnen. Es ist uns eine Freude und es ist uns eine Ehre. Und wir wünschen Ihnen in Ihrem weiteren wissenschaftlichen Werk viel Erfolg. Aber wir wünschen Ihnen natürlich auch in Ihrem weiteren persönlichen Leben Erfolg, Glück. Bleiben Sie behütet. Und man darf es in diesen Zeiten immer sagen, bleiben Sie gesund. In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch, alles Gute, Herr Professor Böhm. Nochmals Dank dem Stiftungsrat für seine ausgezeichnete Arbeit. Ich bin sicher, selten war dieser Preis auch so öffentlich gewürdigt worden wie diesmal. 3 Jahre konnten wir nicht oder 2 Jahre, diesmal sind wir endlich wieder dabei. Und es spricht alles dafür, dass es nicht nur wegen der Wissenschaftler, sondern wir werden in dieser Woche ja noch ein paar andere Dinge beschließen, auch so sein wird, dass wir uns möglichst bald öfters wieder so sehen und nicht nur über Video. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, seien Sie herzlich gegrüßt, uns noch einen angenehmen Abend und eine sehr eindrucksvolle Festveranstaltung. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Professor Böhm, sehr geehrter Herr Ministerpräsident Bouffier, meine Damen und Herren und vor allem liebe Preisträgerinnen, lieber Preisträger.
Es ist mir eine besondere Freude und Ehre, heute in Vertretung des Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach hier sein zu dürfen. Und ich muss angesichts der Bedeutung dieses Preises und der Preisträger auch nicht lange erklären, wie gerne der Minister Sie heute hier persönlich gewürdigt hätte. Es ist allseits bekannt, dass ihm die Wissenschaft sehr am Herzen liegt, zumal, wenn es um so wissenschaftliche wenn es sich um solche wissenschaftlichen Erkenntnisse handelt, die sich so revolutionär und bahnbrechend auf den Gesundheitsschutz auswirken. Und das führt mich auch gleich zum Kern des Preises. Wann spürt der Mensch den tatsächlichen Nutzen der Forschung? Und wie viele Jahre und Jahrzehnte sind zuvor ins Land gegangen, in denen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler überzeugt von ihrem Ziel, aber fernab von Anerkennung oder Durchbruch, hartnäckig weitermachen, Rückschläge in Kauf nehmen und dennoch unbeirrt weiterforschen? Die Messenger-RNA-Impfstoffe geben ein eindrucksvolles Zeugnis davon. Bevor diese Impfstoffe in der Stunde der Not so unglaublich schnell zu unser aller Segen zur Verfügung standen, gab es einen jahrzehntelangen Gärungsprozess, weitgehend unbeachtet von der Öffentlichkeit. Und wer als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin eine solche Durststrecke durchlebt und durchlitten hat, befindet sich in hochkarätiger Gesellschaft, denn der heutige Tag ist der Geburtstag von Paul Ehrlich. Paul Ehrlich, so überliefert, verfolgte bis tief in die Nacht bei Kerzenschein und Eiseskälte in mehrere Mäntel gehüllt seine Färbeexperimente. Oftmals belächelt und unterschätzt. Doch er experimentierte und forschte unbeirrt weiter, bis ihm der Erfolg schließlich recht gab. Und Generationen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern später sind die Denkansätze Paul Ehrlichs aktueller denn je. Wie erkennt man schädliche Organismen und wie bekämpft man sie gezielt, ohne den Gesunden dabei zu schaden? Kann das mit der Messenger-RNA-Technologie überhaupt gelingen? Viele zweifelten und Impfskeptiker stellen das bis heute in Frage. Aber meine Damen und Herren, hunderte Millionen verimpfter Messenger-RNA-Dosen sprechen eine sehr, sehr deutliche Sprache. Sie konnten unzählige Infektionen, schwere Krankheitsverläufe und Todesfälle verhindern, weitgehend ohne Nebenwirkungen. Allein in der Europäischen Union wurden über 700 Millionen Messenger-RNA-Impfungen verabreicht. Und die Hoffnungen in diese innovative Messenger-RNA-Technologie, die diese weckt, die sind riesig für die Krebsbekämpfung, für die individualisierte Medizin. Hier hoffen wir auf weitere Durchbrüche, um Krebs in seinen unterschiedlichen Erscheinungsformen und Facetten den Schrecken zu nehmen und letztendlich hoffentlich zu besiegen. Meine Damen und Herren, erkennen, anerkennen und fördern aktueller wissenschaftlicher Ansätze, das ist nicht nur die Aufgabe eines solchen hochrangigen Preises, wie wir ihn heute hier vergeben. Nein, es ist auch unsere politische Aufgabe, immer wieder die Rahmenbedingungen zu überdenken und so anzupassen, damit sich Forschung breit entfalten kann. Damit wir bahnbrechende Forschungsleistungen nicht verkennen, sondern Innovationen fördern. Und gerade in Zeiten wie dieser zeigt sich der unschätzbare Wert einer transparenten, freiheitlichen Wissenschaft in einer freiheitlichen Demokratie. Der Fortschritt, der dank Ihnen bei uns entsteht, nützt nicht nur den Menschen in unserem Land. Dieser Fortschritt nützt vielen Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Es sind Ihre Forschungsleistungen, die nicht nur ganz unmittelbar Krankheit und Leid verhindern, sondern ebenso dazu beitragen, die Vorzüge einer freien Gesellschaft und Wissenschaft herauszustellen. Eine freie Wissenschaft und der uneingeschränkte Austausch von Ideen wird sich, und da bin ich mir sicher, immer gegen unfreie Modelle anderer Staaten durchsetzen. Wissenschaftlicher Fortschritt in Freiheit und Demokratie, welchen Wert das für uns alle hat, das dürfen wir uns hier sozusagen in symbolischer Verschmelzung dieses herausragenden Preises mit dem Ort Paulskirche vergegenwärtigen. Ich danke im Namen der gesamten Bundesregierung allen Preisträgerinnen und Preisträgern und allen,
die den entscheidenden Durchbruch noch vor sich haben. Ich danke Ihnen für Ihre Entbehrungen, Ihr Streben, Ihren Forscherdrang zugunsten des medizinischen Fortschritts, zugunsten der Gesundheit und des Wohlbefindens der Menschen auf der ganzen Welt. Bleiben Sie neugierig, bleiben Sie forschungshungrig und zuversichtlich. Ich danke für die Aufmerksamkeit und sage noch einmal herzlichen Glückwunsch. Ja, sehr verehrter Herr Ministerpräsident, sehr geehrter lieber Herr Böhm, sehr geehrte liebe Preisträgerinnen und Preisträger, geschätzte Gäste. Es ist mir persönlich und im Namen der Deutschen Forschungsgemeinschaft eine große Freude und wirklich eine Ehre, Sie alle herzlich zu dieser Preisverleihung begrüßen zu dürfen. Endlich, nach nunmehr 2 Jahren pandemischen Wartens, kann diese wieder stattfinden. Und wir hätten uns allen und ganz besonders Ihnen, verehrte Preisträgerinnen und Preisträger, einen gänzlich unbeschwerten Abend innig gewünscht. Doch können wir auch heute nicht ignorieren, dass nicht weit unserer Grenzen ein furchtbarer Angriffskrieg wütet, ein Krieg, der die Werte eines freien Europas, aber auch die Werte freier Wissenschaft bedroht. Von diesen Geschehnissen sind wir alle sehr betroffen, aber es ist ein Merkmal dieser Betroffenheit, dass sie nicht zu Resignation führt, sondern Solidarität freisetzt. Uneingeschränkte Solidarität mit den Menschen in der Ukraine und für die DFG handlungsleitend Solidarität und Unterstützung für die Studierenden und Forschenden, die sich noch in der Ukraine befinden oder bereits zu uns geflohen sind. Solidarität aber schließlich auch mit jenen Teilen der russischen Wissenschaft und Zivilgesellschaft, die mit unendlich großem Mut in offenen Briefen, Protesten und Stellungnahmen ein Ende des Krieges fordern. Forschung wird unter diesen Umständen erheblich erschwert. In der Ukraine kommt sie ganz zum Erliegen und vom menschlichen Leid ist damit noch gar nicht gesprochen. Die Katastrophe des Krieges erfasst die Forschung sowie auch seine Schrecken den heutigen Abend leider überschatten. In diesem Schatten scheint aber das hohe Gut freier Forschung umso heller. Es kulminiert in der Tat in dieser Preisverleihung, denn heute Abend werden Arbeiten ausgezeichnet, deren Sinn darin besteht, Leben zu schützen. Leben in Anbetracht von Krankheit und Alter zu bewahren, ist der Sinn medizinischer Forschung. Ihr Impetus steht dem des Krieges entgegen. Und ihre Kraft verdankt diese Forschung immer wieder bemerkenswerten Einsichten, die häufig dann besonders umwälzend sind, wenn sie sich jenseits gängiger Lehrmeinungen befinden oder sich teilweise sogar in direkter Opposition zu diesen entwickeln. Es geht also um Einsichten, die in besonderer Weise originell sind und deren Originalität sich ebenso unbändiger Kreativität und unverzagter Vorstellungskraft verdanken, wie auch einer gehörigen Portion Ausdauer. Wissenschaftliche Hypothesen schließlich,
an deren lebensschützende Kraft die Preisträgerinnen und Preisträger über viele Jahre, ja teils Jahrzehnte gearbeitet haben, ehe sie diese beweisen konnten. Deswegen sind die Fördermittel des Paul Ehrlich und Ludwig Darmstädter Preises auch so wichtig, weil sie das Potenzial und auch die Zerbrechlichkeit visionärer Forschungsprozesse anerkennen und zu ihrer Überbrückung beitragen. Und es muss weiterhin möglich sein, ungewohnte und ungewöhnliche Themen der medizinischen Grundlagenforschung zu verfolgen, auch wenn diese nicht immer sofort Anwendung und Impact verheißen. Die Ergebnisse der heutigen PreisträgerInnen verdeutlichen, dass es gerade die mitunter abgelegenen Pfade einer Forschungsrichtung sind, von denen mittel- bis langfristig die größten Innovationen ausgehen. Dafür stehen beispielhaft das lange Zeit vernachlässigte therapeutische Potenzial, der in ihrer chemischen Struktur als zu flüchtig erachteten RNA. Oder die Bedeutung kommunikativer Prozesse, des Quorum Sensing, nicht nur bei einzelnen Bakterienstämmen, sondern womöglich beim gesamten Biom. Hier handelt es sich jeweils um fundamental neue Forschungskonfigurationen mit extrem weitreichenden Anwendungspotenzialen. Als Doppelpreisverleihung der Jahrgänge 2021 und 2022 ehrt die heutige Veranstaltung daher sehr zu Recht die bahnbrechenden Forschungen zur bakteriellen Kommunikation von Herrn Silverman und Frau Basler sowie jene zur Messenger-RNA von Frau Carico, Frau Türeci und Herrn Shahin. Außerdem werden die herausragenden Leistungen jüngerer Wissenschaftlerinnen gewürdigt, jene von Frau Maas zur Makrophagenforschung sowie jene von Frau Hinze zu therapieresistenten Leukämiezellen. Ihnen allen gebührt größte Ehre und Anerkennung, die ich Ihnen insbesondere auch im Namen der Deutschen Forschungsgemeinschaft sehr, sehr herzlich aussprechen möchte. Mögen Ihre Forschungen weiterhin das Verständnis über unsere biologischen und immunologischen Grundlagen erweitern und zugleich zu weiteren therapeutischen Durchbrüchen beitragen. Herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch. Verehrte Festversammlung, liebe Frau Professor Maas, unsere Nachwuchspreisträgerin des Jahres 2021, Elvira Maas, hat unsere Einsicht in das Funktionsspektrum einer altbekannten Zellsorte revolutioniert, die Fresszellen oder Makrophagen. Frau Maas, inzwischen Professorin an der Universität Bonn, befasste sich in ihrer Doktorarbeit, ebenfalls in Bonn, mit der Entwicklung des embryonalen Herzens und erzielte dabei bereits richtungsweisende Ergebnisse. Sie konnte neue molekulare Schalter identifizieren. Danach ging sie als EMBO-Fellow zur Arbeitsgruppe von Friedrich Geismann nach London, später New York, wo sie ihren eigenen Forschungsschwerpunkt aufbaute, nämlich die Entwicklung und Spezialisierung von Gewebsmakrophagen zu ergründen. Die Makrophagen wurden gegen Ende des 19. Jahrhunderts von Ilya Mechnikow entdeckt, einem Ukrainer aus dem Oblast Charkiw, wo er dann auch studierte, Zoologie, und später wirkte er als Zoologe an der Universität Odessa. Er erhielt 1908 gemeinsam mit Paul Ehrlich den Medizin-Nobelpreis. Mechnikow und sein Kollege Louis Pasteur führten interessanterweise einen wissenschaftlichen Disput mit Ehrlich und Robert Koch, nämlich über die heute obsolete Frage, ob denn die humorale Immunität, also die Antikörper, oder die zelluläre Immunität die wichtigere sei.
diesen Disput, der auch eine politische Dimension hatte, Deutschland gegen Frankreich, lag zugrunde, dass Metschnikow die Fresszellen als wichtige Akteure des Immunsystems gegen Erreger beschrieben hatte. Inzwischen wissen wir aber, dass die Makrophagen auch essentielle Aufgaben außerhalb des Immunsystems haben, wie zum Beispiel der normalen Entwicklung der Knochen. Dank der bahnbrechenden Arbeiten von Elvira Maas wissen wir heute, dass bei der Entwicklung aller Organe jeweils spezialisierte Gewebsmakrophagen eine wesentliche Rolle spielen. Diesen neuen Erkenntnissen liegt zugrunde, dass sich Makrophagen nicht nur aus Vorläuferzellen im Knochenmark entwickeln, wie man bisher gedacht hatte, sondern auch aus den sogenannten Erythromyeloten, Vorläuferzellen, den EMPs, die schon sehr früh in der Embryogenese im Dottersack entstehen und sich noch im Embryo zu Vorläufermakrophagen weiterentwickeln. Elvira Maas konnte 2016 zeigen, dass solche Vorläufer von Gewebsmakrophagen den gesamten Embryo besiedeln und dabei gleich nach Erreichen der jeweiligen Organanlagen damit beginnen, sich auf ihr Zielgewebe zu spezialisieren. Im Hirn zum Beispiel werden sie zu den Mikroglia, in der Leber zu den Kupferzellen und in der Haut zu den Langerhanszellen. Diese Spezialisierung geschieht durch Umlegen spezifischer Schalter, sogenannter Transkriptionsregulatoren, deren Funktionsweise Elvira Maas genau beschrieb. Einer dieser Schalter zum Beispiel heißt ID3 und ist spezifisch für die Kupferzellen in der Leber. Das konnte gezeigt werden, indem das ID3-Gen in den Vorläufermakrophagen entfernt wurde. Dadurch hatten solche Mäuse später keine Kupferzellen in der Leber, jedoch sehr wohl normale Mikrogliazellen im Gehirn oder normale nierenspezifische Gewebsmakrophagen. Aufgrund dieser Einsichten konnte Frau Maas eine neue wissenschaftliche Frage angehen. Was wird aus den Gewebsmakrophagen, wenn deren Vorläufer bereits vorgeburtlich im Mutterleib geschädigt werden? In einer sehr eleganten Studie konnte sie zeigen, dass Mutationen in einem Schlüsselgen der Gewebsmakrophagen des Gehirns, also der Mikroglia, zu neurodegenerativen Erkrankungen führen können. Dabei wurden durch zielgerichtete genetische Veränderungen Mischungen von mutierten und normalen erythromyeloten Vorläuferzellen in Mausembryonen erhalten. Es zeigte sich, dass diejenigen Mäuse, deren Gehirn überwiegend mit der mutierten Sorte besiedelt waren, neurodegenerative Erkrankungen erlitten. Diese Erkenntnis ist ein grundlegender Beitrag zum Verständnis und zur zukünftigen Bekämpfung von Erkrankungen wie Alzheimer oder Parkinson. Darüber hinaus untersucht Frau Maas Umwelteinflüsse während der Schwangerschaft auf die spätere Funktion der Gewebsmakrophagen. Hierbei sind insbesondere die Einflüsse von Nanopartikeln aus Plastik, die ja überall auf der Welt zum Problem werden und auch in Nahrungsmittel gelangen, ein zukunftsträchtiges Gebiet. Genau dieses Problem bearbeitet Frau Maas seit 2019 in einem IAC Starter Grant auch im Erwachsenen mit der Fragestellung, ob Interaktionen von Gewebsmakrophagen mit solchen Kunststoffnanopartikeln neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer auslösen können. Liebe Frau Professor Maas, wir freuen uns sehr, Ihnen heute den Paul-Ehrlich- und Ludwig-Darmstädter Nachwuchspreis überreichen zu dürfen. Ich bin persönlich überzeugt, dass Sie mit Ihren zukünftigen Forschungen zu den Gewebsmakrophagen wesentliche neue Erkenntnisse zum Verständnis und zur Bekämpfung von Krankheiten beitragen werden, insbesondere auch zu solchen, die möglicherweise durch neuartige Umwelteinflüsse hervorgerufen werden, wie das Nanoplastik, das ja jetzt in großen Mengen in den Weltmeeren und vielen weiteren Ökosystemen, wie zum Beispiel auf dem Alpenschnee, vorkommt und eben auch in den menschlichen Körper gelangen kann. Viel Erfolg bei Ihrer zukünftigen Forschung. Und nun darf ich das Wort an Frau Professor Rössig weitergeben, die die Nachwuchspreisträgerin diesen Jahres würdigen wird.
Liebe Preisträgerinnen, lieber Preisträger, meine Damen und Herren, die Entwicklung wirksamer Behandlungsverfahren für Krebserkrankungen des Kindesalters ist eine der großen Erfolgsgeschichten der Medizin. Sie beginnt mit der häufigsten bösartigen Erkrankung in diesem Alter, der akuten lymphoblastischen Leukämie. In den 1950er Jahren war Leukämie noch unheilbar. Heute können 9 von 10 Kindern wieder ganz gesund werden. Einer der ältesten und gleichzeitig potentesten Wirkstoffe ist die Asparaginase. Für ihre Arbeiten zur Wirkweise dieses Enzyms wird heute eine junge Wissenschaftlerin und Ärztin ausgezeichnet, Dr. Laura Hinze. Wie kommt es nun, dass eine Wirksubstanz der ersten Stunde wieder aufgegriffen wird und aufs neue Aufsehen erregt? Leukämien sind Krankheiten der Blutbildung im Knochenmark. Eine Zelle wird krank und spielt verrückt. Sie vermehrt sich, indem sie sich in viele weitere Zellen teilt, und die breiten sich rücksichtslos aus und verdrängen die gesunde Blutbildung. So erklären wir es unseren Patientinnen und Patienten. Während nun klassische Chemotherapie in die Zellteilung eingreift, beruht die Behandlung mit Asparaginase auf einem anderen Prinzip. Für ihr Wachstum brauchen die Leukämiezellen ständig neue Aminosäuren. Das ist ihre Achillesferse. Im Gegensatz zu normalen Körperzellen können sie die Aminosäure Asparagin nicht selbst herstellen. Nimmt man nun dem Körper Asparagin weg, indem man es mit Asparaginase enzymatisch abbaut, dann fehlt den Leukämiezellen der Nachschub, sie hungern aus. Gesunde Zellen hingegen bleiben unberührt. Das klingt elegant, ist es auch, es funktioniert aber nicht perfekt. Leukämiezellen finden immer wieder alternative Quellen für Aminosäuren. Hier setzen die Arbeiten der Preisträgerin an. Sie hat entdeckt, auf welche Weise Leukämiezellen nicht benötigte Eiweiße abbauen, um daraus Aminosäuren zu recyceln und so resistent zu werden. Aus diesen Erkenntnissen ergeben sich Wege, Leukämiezellen und andere Krebszellen zu sensibilisieren für Asparaginase. Ein 60 Jahre altes Therapieprinzip wird hochaktuell und relevant über die Leukämien bei den Kindern hinaus. Denn wenn wir verstehen, auf welche Weise Krebszellen Eiweiße auf- und abbauen, dann können wir auch weitere Angriffspunkte finden, um ihr Wachstum zu unterbrechen. Das Forschungsthema von Frau Hinze hat also ein hohes Potenzial, zu neuen Wegen in der Krebstherapie zu führen. Bemerkenswert ist, in wie jungen Jahren Frau Hinze schon maßgeblich zu einem so kompetitiven Thema beigetragen hat. Sie ist 24 Jahre alt und Ärztin in der Weiterbildung Kinder- und Jugendmedizin an der Medizinischen Hochschule Hannover. Durch Überspringen der 3. und 10. Schulklasse hat sie ihr Medizinstudium bereits im Alter von 16 Jahren begonnen. Den Einstieg in die Wissenschaft und gleichzeitig in die Kinderonkologie und die Krebsforschung hat sie mit ihrer Promotionsarbeit gefunden. In der Arbeitsgruppe von Professor Martin Stanulla hat sie die Bedeutung einer molekularen Veränderung bei der Leukämie des Kindesalters untersucht. Erkenntnisse aus dieser Arbeit, die sie hochrangig publizieren konnte, sind direkt in die Konzeption einer internationalen Therapiestudie eingegangen. Unterstützt durch Stipendien des DAAD und der Studienstiftung des Deutschen Volkes ist Frau Hinze 2017 für 2 Jahre ans Dana-Farber Cancer Institute in Boston gewechselt, wo sie begonnen hat, zu ihrem aktuellen Thema zu forschen. Gemeinsam mit dem Gruppenleiter Alejandro Gutierrez hat sie hochkarätig publiziert und sich an einem Patent beteiligt. Nach ihrer Rückkehr an die MHH, 22 Jahre alt und weiter Medizinstudentin, hat sie ihre eigene Arbeitsgruppe aufgebaut, für die sie im vergangenen Jahr Förderung im Max-Eder-Nachwuchsprogramm der Deutschen Krebshilfe einwerben konnte. Frau Hinze ist also ohne Frage eine Ausnahmewissenschaftlerin. Ihre Begabung und ihre Beharrlichkeit begründen die Erwartung, dass sie unser Fachgebiet auch in Zukunft maßgeblich gestalten wird. Dabei ist sie alles andere als eine Einzelkämpferin. Schon jetzt ist ihr gelungen, sich vor Ort und weit darüber hinaus umfangreich zu vernetzen. Mir persönlich gefällt sehr, mit welcher Leidenschaft sie auch ihre klinische Weiterbildung verfolgt. Im Gespräch mit ihr über die tägliche Stationsarbeit leuchten ihre Augen ebenso sehr wie bei der Diskussion innovativer Aspekte der Krebsforschung. Ihre innere Motivation erkenne ich genau dort,
In ihrer klinischen Arbeit möchte Frau Hinze als Teil eines multimodalen und interdisziplinären Teams für jedes Kind und seine Familie das Beste tun, was heute möglich ist. Gleichzeitig möchte sie mit ihrer Forschung dazu beitragen, dass zukünftig noch mehr unserer Kinder und Jugendlichen geheilt werden. Mit dem Paul Ehrlich und Ludwig Darmstädter Nachwuchspreis zeichnen Sie heute eine außergewöhnlich vielversprechende junge Ärztin aus, die ein Forschungsthema mit hohem Zukunftspotenzial verfolgt. Liebe Laura Hinze, dir und deiner Arbeitsgruppe wünsche ich viel Erfolg. Herzlichen Glückwunsch zum Paul Ehrlich und Ludwig Darmstädter Nachwuchspreis. Bleiben Sie noch mit da. So, wenn Sie sich links und rechts der Büste stellen, dann einfach noch ein bisschen dazu. Und Sie auch noch auf die andere Seite. So, heute kann ich die Urkunden nicht direkt vorlesen, wie Sie das sehen. Wir machen das wie bei der Olympiade, dass jetzt die Urkunden angereicht werden. Aber der Text der Urkunde lautet für beide gleich. Der Stiftungsrat der Paul-Ehrlich-Stiftung verleiht für hervorragende Nachwuchsarbeit auf den Arbeitsgebieten von Paul Ehrlich den Nachwuchspreis Paul Ehrlich und Ludwig Darmstädter an Frau Professorin Elvira Maas für das Jahr 2021 und an Frau Dr. Laura Hinze für das Jahr 2022. Herzlichen Glückwunsch noch einmal von mir. So, Sie dürfen jetzt sich die Urkunden selber nehmen und dann nachher in Ruhe studieren. Herzlichen Glückwunsch. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, zunächst einmal möchte ich mich recht herzlich bei Herrn Professor Ramsey für seine Laudatio bedanken. Es ist mir eine unglaublich große Freude und Ehre, heute hier mit Ihnen in Präsenz meine Auszeichnung mit dem Paul Ehrlich und Ludwig Darmstädter Nachwuchspreis zu feiern, aber auch mit allen, die virtuell zugeschaltet sind. Ich danke allen, die mir diese Auszeichnung zugesprochen haben, dem Stiftungsrat der Paul-Ehrlich-Stiftung, dem Vorsitzenden des Stiftungsrates, Herrn Professor Böhm, und dem Auswahlausschuss für den Nachwuchspreis unter Leitung von Herrn Professor Tampe. In Zeiten, in denen neue wissenschaftliche Erfolge aus aller Welt tagtäglich über soziale Medien wie Twitter verbreitet werden, ist es für NachwuchswissenschaftlerInnen schwer, in diesem Wissenschaftsdschungel Anerkennung für eigene Erfolge zu finden. Umso wichtiger sind Auszeichnungen wie der Paul Ehrlich und Ludwig Darmstädter Nachwuchspreis, der es einem ermöglicht, der Welt die Wichtigkeit seiner Forschung nahezubringen. Für mich persönlich hat dieser Preis einen ganz besonders hohen Stellenwert, denn durch ihn konnte ich mein Tenure-Track-Verfahren auf eine W3-Professur erfolgreich abschließen. Um dorthin zu kommen, musste ich einige Hürden nehmen, die ich kurz erläutern möchte,
um insbesondere auch andere junge WissenschaftlerInnen zu ermutigen, ihren Weg, egal wie holprig er auch sein mag, weiterzugehen und auf ihre eigenen Fähigkeiten zu vertrauen. So wollte ich zum Beispiel Medizin studieren, wurde aber abgelehnt und musste mich neu orientieren. Ich studierte Biologie in Bonn, wo mich gleich im ersten Semester die Entwicklungsbiologie-Vorlesung von Michael Hoch so faszinierte, dass mir klar wurde, dass dies mein zukünftiges Forschungsfeld werden sollte. In der Tat konnte ich Michael überzeugen, mich als Diplomandin aufzunehmen, woraufhin er mir schon wenige Monate später ein Doktorandenstipendium anbot. Obwohl ich vorhatte, meine Doktorarbeit im Ausland zu machen, konnte ich dieses Angebot nicht ausschlagen. Denn das neue Life and Medical Sciences Institut, kurz LIMES, versprach, ein fantastischer interdisziplinärer Ort für biomedizinische Grundlagenforschung zu werden. Danke, Michael, für die Inspiration und dass du es mir erlaubt hast, mich schon sehr früh wissenschaftlich zu entfalten und eigene Ideen zu verfolgen. Am Ende meiner Doktorarbeit wurde mir bewusst, dass die Entwicklungsbiologie von Makrophagen noch weitgehend unerforscht war, weshalb ich beschloss, in das Labor von Frederik Geismann nach London zu gehen. Kaum war ich ein halbes Jahr dort, beschloss Frederik, nach New York zu ziehen und sein gesamtes Team mitzunehmen. Ich war eine der ersten Postdocs, die dort in leere Labore einzog. Umso wichtiger waren das exzellente wissenschaftliche Umfeld und der Support meines Mentors Frederik, sodass es nur zu minimalen Verzögerungen meiner Arbeiten kam. Nach einer nur eineinhalbjährigen Postdoc-Zeit konnte ich meinen Makrophagen-Entwicklungsatlas im Fachjournal Science veröffentlichen, was schnell die Aufmerksamkeit meiner früheren Betreuer auf sich zog. Da das LIMES-Institut damals auf der Suche nach einer Nachwuchsgruppe war, fand ich mich plötzlich in Bonn wieder. Für den Aufbau meiner eigenen Gruppe in Bonn waren meine Umzüge während der Doktorarbeits- und Postdoc-Zeit von großem Vorteil. Aber als wir gerade loslegen wollten, hieß es nach nur 2 Jahren, es ist Zeit zum Umziehen. Es ging nach Erlangen, wo ich als W2-Professorin mithalf, einen neuen Elite-Studiengang aufzubauen. Während dieser turbulenten Zeit trudelte auch noch der ESC Starting Grant ein, weshalb meine Kollegen in Bonn mich wieder zurück ans LIMES holen wollten. Hierbei möchte ich besonders Waldemar Colanus danken, der sich für eine Ad-Personam-Rekrutierung auf eine W2, W3 Tenure-Track-Professur eingesetzt hat. Für den erfolgreichen Abschluss des Tenure-Track-Verfahrens war der Paul Ehrlich und Ludwig Darmstädter Nachwuchspreis zusammen mit dem Heinz-Meyer-Leibniz-Preis, den ich im Jahr zuvor erhielt, ausschlaggebend. Hierfür bedanke ich mich herzlich bei Falk Nimmerjan und Michael Farmolok, die mich für diese Preise vorgeschlagen haben. Aber nicht nur für mich persönlich ist dieser Preis von herausragender Bedeutung, sondern auch für mein Forschungsfeld. Seit ihrer Entdeckung durch den Entwicklungsbiologen Ilya Metschnikow, der sich 1908 den Medizinnobelpreis mit Paul Ehrlich teilte, wurden Makrophagen hauptsächlich als Abwehrzellen gegen Mikroorganismen gesehen. Dagegen blieb ihre Funktion für die Organentwicklung unentdeckt. So wird durch die heutige Auszeichnung auch mein Forschungsfeld einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht. Ich bin mir sicher, dass die weitere Erforschung von Makrophagenfunktionen zu Erkenntnissen führen wird, die für ein besseres Verständnis vieler Krankheiten notwendig sein werden. Zum Abschluss möchte ich gern meiner ganzen Familie und allen Freunden herzlichst danken. Besonderer Dank gilt meinen Eltern für die langjährige Unterstützung, die mir den Weg auf diese Bühne heute geebnet hat. Hiermit bedanke ich mich nochmal herzlichst bei der Paul-Ehrlich-Stiftung für die Bereitstellung des Preises und ich bedanke mich bei Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Geh nicht immer auf dem vorgezeichneten Weg, der nur dahin führt, wo andere bereits gegangen sind. Dieses Zitat von Alexander Graham Bell hat mich häufig in meinem bisherigen Leben begleitet
Und es war genau dieser Satz, an den ich wieder denken musste, als ich mein Leben habe Revue passieren lassen und mir überlegt habe, wie ich diese Dankesrede gestalte und wie ich Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer heute Abend ein Stück daran teilhaben lassen kann. Dies ist aber natürlich nicht, bevor ich mich nicht bedankt habe, einmal bei Frau Professor Dr. Rössig für die wunderbaren und auch sehr persönlichen Worte in ihrer Laudatio, als auch natürlich bei dem Stiftungsrat der Paul-Ehrlich-Stiftung und der Auswahlkommission unter Leitung von Herrn Professor Dr. Tampé, die mir den Nachwuchspreis des Jahres 2022 zugesprochen haben. Es ist natürlich eine große Ehre und Freude, heute diesen Preis in Empfang nehmen zu dürfen, aber zugleich natürlich auf der anderen Seite auch ein weiterer Ansporn für mich und meine weitere Arbeit in der Kinderonkologie. Mein Weg in genau diesen Bereich begann vor ungefähr 10 Jahren, als ich selbst 14 Jahre alt war, im Rahmen eines Praktikums in der Kinderonkologie, wo ich eigentlich nur einige wenige Tage verweilen sollte und auch wollte. Doch daraus wurde dann ein deutlich längerer Zeitraum und schlussendlich einer der bestimmendsten Lebensinhalte für mich bis heute. Und insbesondere als ich damals einen unheilbar erkrankten Jungen kennengelernt habe, der trotzdem auf der einen Seite nie die Hoffnung auf Heilung aufgab und auf der anderen Seite aber nicht seine Lust am Leben verlor, hatte mich das damals so nachhaltig beeindruckt, aber auch berührt, dass ich für mich die Entscheidung getroffen habe, Medizin zu studieren und anschließend auch als Ärztin in diesem Bereich tätig sein zu wollen. Selbst aktiv in dem Bereich zu forschen, stand ehrlicherweise nicht so wirklich für mich zur Disposition, weil insbesondere die Chemiepraktika zu Schulzeiten mit dem für mich bis heute berühmt und berüchtigten Bunsenbrennerführerschein und dem Zusammenrühren verschiedener farbiger Flüssigkeiten nicht zwangsläufig die besten Erinnerungen mit mir geweckt haben und es ehrlicherweise auch bis heute nicht tun. Und so stand ich erst im Kontext meiner Doktorarbeit vor der Fragestellung, mich für oder gegen eine experimentelle Forschungsarbeit zu entscheiden. Und ich entschied mich dafür, weil ich nichts ausschließen wollte, was ich eigentlich nicht richtig gut einordnen konnte. Und so begannen meine ersten experimentellen Forschungsarbeiten, wo ich jedoch sehr schnell feststellen musste, dass für mich als Medizinstudentin die ersten Schritte im Labor alles andere als einfach waren. Denn ich erinnere mich noch sehr genau an meinen allerersten Labortag meines Lebens, an dem ich ein etwa 100 Seiten langes englischsprachiges Protokoll in die Hand gedrückt bekam mit der Aussage, es sei eigentlich alles logisch und selbsterklärend und ich müsste es nur durchlesen. Und ich begann voller Motivation, dieses Protokoll zu lesen und musste aber schmerzlich feststellen, dass ich nach 4 Stunden immer noch auf Seite 3 des Protokolls angekommen war und ehrlicherweise auch gefühlt nur 50% davon verstanden hatte, weil der Rest für mich doch nicht so einleuchtend und selbsterklärend war. Doch die Zeit verging und ich kann Ihnen verraten, auch ich hatte irgendwann dieses Protokoll in Gänze verstanden. Und erst im Laufe der Zeit meiner Doktorarbeit habe ich realisiert und festgestellt, was für ein essentieller Bestandteil die Forschung in meinem Leben geworden war und vor allem was für ein Bestandteil meines Alltags, den ich um nichts mehr missen wollte. Und so schloss ich nach meiner Doktorarbeit noch eine weitere Zeit in der Arbeitsgruppe meines Doktorvaters neben meinem Medizinstudium an, als auch dann 2 Jahre Forschungszeit in den USA. Doch als ich dann im Jahr 2019 aus Boston zurück nach Deutschland kehrte, begann eine sehr problematische Zeit für mich, weil ich auf der einen Seite eine junge und durchaus solide ausgebildete Wissenschaftlerin war, mit dem Bestreben, auch unabhängig eigene wissenschaftliche Fragestellungen zu beantworten und auch zu entwickeln. Aber auf der anderen Seite war ich noch Medizinstudentin mit formal fehlendem akademischem Abschluss. Und so fand ich mich sehr schnell in einem strukturellen Spannungsfeld wieder, weil es extrem schwierig war, zu der damaligen Zeit ohne Abschluss Drittmittel einzuwerben und die Forschung auf eigene und unabhängige Beine zu stellen. Und in genau diesem Kontext möchte ich insbesondere die Madeleine Schickedanz Kinderkrebsstiftung hervorheben, die durch die Bereitschaft, in einem Fall wie bei mir auch einmal neue und vielleicht etwas unkonventionellere Wege zu gehen, mir genau diese Unabhängigkeit bereits zu diesem Zeitpunkt ermöglicht hat. Und genau deshalb sehe ich mit dieser Auszeichnung heute auch insbesondere all diejenigen Unterstützerinnen und Unterstützer gewürdigt, die meinen Weg hierhin maßgeblich mitbestimmt und ermöglicht haben. Und daher gilt ein allererster und ganz herzlicher Dank meinen Eltern, die mich in allen Höhen, aber auch Tiefen meines Lebens mit absoluter Loyalität begleitet haben und mich vor allem auch maßgeblich zu dem Menschen geformt haben, der ich heute bin. Meinem Doktorvater, mittlerweile sehr langjährigen Mentor, Professor Dr. Martin Stanulla, der ganz initial in mir die Forschungsbegeisterung geweckt und gefördert hat, der aber auch in allen herausfordernden Zeiten der letzten Jahre mit Rat und Tat bedingungslos an meiner Seite stand. Meinem weiteren Mentor, Professor Dr. Alejandro Gutierrez, bei dem ich 2 Jahre in den USA gearbeitet habe und der mich vor allem im Bereich der Grundlagenforschung exzellent ausgebildet hat und mir all das Handwerkszeug mitgegeben hat, was ich brauche, um eigenständig wissenschaftlich zu arbeiten.
und natürlich auch meinem Chef, Professor Dr. Christian Kratz, der sein herausragendes und außergewöhnliches Verständnis, was die Schwierigkeit bei der Vereinbarkeit von Forschung und Klinik betrifft, mir genau diese Vereinbarkeit ermöglicht und mir auch in den schwierigen Zeiten, die es immer mal wieder gibt, den Rücken stärkt. Außerdem möchte ich natürlich meiner Arbeitsgruppe danken, auf die ich von Herzen sehr, sehr stolz bin, weil es eine Gruppe ist, die mit einer wahnsinnigen intrinsischen Motivation unsere wissenschaftlichen Fragestellungen beantwortet und mit einem hohen Maß an Freude und Engagement für den Bereich, in dem wir arbeiten, die Forschung vorantreibt. Also natürlich nicht zuletzt unseren Geldgebern und insbesondere dem Elternverein Krebskranker Kinder Hannover, die, um mir meine Forschungsfreiräume zu gewährleisten, meine klinische Ausbildung zur Kinderonkologin finanziert, als auch natürlich allen anderen Drittmittelgebern, die trotz meiner vielleicht etwas ungewöhnlichen Vita unsere Forschung finanziell unterstützen und somit überhaupt erst einmal ermöglichen. Und daher sehe ich es mit dieser Auszeichnung heute auch quasi als eine Art Ermutigung für alle Medizinerinnen und Mediziner und ganz besonders junge Medizinerinnen und Mediziner, die Forschung und Klinik auf einem hohen Niveau miteinander vereinbaren wollen. Es ist sicher kein einfacher Weg oder wie Alexander Graham Bell sagen würde, es ist kein vorgezeichneter Weg, dafür aber ein wahnsinnig facettenreicher, den es sich lohnt zu gehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Dear Mr. Stefan Meyer, dear Mr. Walker Bouffier, dear Mrs. Sabine Dickmann, dear Mr. Baker, dear laureates, Bonnie, Mike, who is in visio, Catalina, Oslen, Sugur, dear Professor Thomas Böhm, dear colleagues of the jury, dear colleagues, mesdames, messieurs. It's a real pleasure to give this laudation for Mike Silverman and Bonnie Bassler. These two microbiologists, honored today by the Paul Ehrlich and Ludwig Damsvater Prize 2021, Bonnie Bassler and Mike Silverman, have really revolutionized our view of how bacteria behave in real life. They provided an unexpected paradigm and a mechanism explaining why and how these microorganisms are, in many circumstances, so active and so important. Bacteria, for those who don't know, they are single cells, the smallest cells on Earth. They have been, up to the work of the two laureates, considered as individual organisms living independently, feeding and growing independently, and then dividing one bacterium, giving rise to two bacteria in general. The work of Mike Silverman and Bonnie Bassler concerns all bacteria, this being pathogenic or not. Indeed, for many of you, since the important work of Robert Koch and Louis Pasteur at the end of the 19th century, bacteria are mostly considered as organisms responsible for a variety of more or less important diseases such as cholera, pestis, tuberculosis, and also sore throat disease, gastroenteritis. However, as almost everyone knows now, in addition to the well-described pathogenic bacteria, there are millions of non-pathogenic bacteria which are present everywhere in the environment, in the soil, in the ocean, in the rivers, as well as on plants and trees, on their roots and on their leaves. Not only that, they are also present on and in animals and in humans. They are present on their skin. They are also present in the body in different locations, as the gastrointestinal tract, the oral cavity, the lungs, the vagina, etc. In these locations, in contrast to the situation in laboratories, bacteria are not alone. They are surrounded by other microorganisms, such as fungi, amoeba, and also viruses. But they are the major constituents of these microbial assemblies and microbial ecosystems, also called microbiomes. The most famous of these microbiomes is the intestinal microbiome because it had been first studied in great details, but there is increasing accumulation of new data concerning the ocean microbiomes, the plant microbiomes. A new microbiology has emerged, and the two laureates' discoveries are at the heart of our understanding of the role and functions of these microbiomes. What Silverman and Bassler have shown is that bacteria have a social life, and they have sophisticated means of communication.
Indeed, in microbiomes, bacteria are not living and behaving independently. They can communicate to their siblings or to closely related bacteria, and they do so by chemicals. They produce the chemicals, they receive and recognize the chemicals, and then they respond to these chemicals by performing different types of tasks and activities. Within a given environment, all bacteria of one given category can receive the signals sent by bacteria of the same category, and once the intensity of the signal reaches a certain level, and that all have received the signals, then they can react in a similar way, acting as a group. They really only react as a group when all bacteria have received the signals. When the quorum is reached, one talks about quorum sensing. How did Bonnie Bassler and Mike Silverman contribute to this breakthrough? And what type of actions do the bacteria perform when they act as a group? Mike Silverman, who later on became Bonnie Bassler's postdoc mentor, first took over the Led Hastings initial findings that some marine bacteria called, at the time, the name has changed a little bit, Vibrio fischeri, only produce light when they are in height number. I repeat, some marine bacteria called Vibrio fischeri only produce light when they are in high number, and that this can be reproduced by incubating the bacteria in media from high density cultures, and the molecule in the culture media producing this effect is called homoserine lactone. This is called an auto-inducer. In the 80s, Mike Silverman brought the power of genetics and molecular biology to this field. What he did is to succeed to clone the Vibrio fischeri DNA into E. coli to make a glow in the dark E. coli. Remarkably, the strain produced the auto-inducer and made light only at high density. Silverman's subsequent cloning, sequencing, mapping, and characterization of the components encoded on the clone DNA enabled him to discover the bacterial luciferase genes and proteins, the auto-inducer synthase gene protein, and the auto-inducer receptor gene and protein. His elegant analysis of the role each gene played provided the world's first quorum sensing circuit. Hundreds of similar circuits have now been identified, mainly when genome sequences became available. Scientists could only make sense of these genes by comparison to and reliance on Silverman's seminal findings. Silverman's achievements were accomplished long before the famous tool GFP, the green fluorescent protein, was discovered and used. Mike, this is for you. Now I go to Bonnie. Bonnie Bassler took over Hastings and Silverman's finding to an unprecedented level by showing that quorum sensing is not an exception, but the rule in the bacterial world. During and following her postdoctoral studies with Mike Silverman, she discovered that bacteria produced and used not one, but multiple chemical signals to communicate and coordinate their behavior. She then showed that bacteria can communicate across species. She identified the universal interspecies communication signal, AI2, a component which has a very peculiar structure with a very rare atom in biology. It contains a boron atom. So in addition to light, as shown for Vibrio fischeri, Bonnie Bassler showed and analyzed how quorum sensing controls biofilm formation, that means assembly of bacteria. Biofilms are microbial assemblies formed on solid surfaces and surrounded by a kind of rigid structure which protects the bacteria from detergent or antibiotics. With the rise of antibiotic resistance,
understanding biofilm formation and disassembly is of critical importance, paving the way for targeting quorum sensing in antibiotic strategies. Bonnie-Bassler then showed that quorum sensing controls not only biofilm formation, but also virulence in pathogenic bacteria. Many other scientists then joined the field, working in a variety of systems and showing similar results. Bonnie-Bassler proposed that by manipulating quorum sensing, one can modulate virulence in important pathogens and show that such a strategy was possible. So Bonnie-Bassler also showed elucidated how RNA-mediated regulation controls quorum sensing. She also showed more recently that bacteriophages, which are viruses of bacteria, could react to quorum sensing signals and respond via different type of situation via lysis of lysogeny. Finally, it is worth noting, but I think you will realize very soon, that Bonnie is an internationally recognized speaker, amazing and exceptional speaker. She explains simply and beautifully how bacteria talk to each other and act as groups. She has contributed immensely to the renaissance of microbiology. So altogether, I think the two great scientists, Mike Silverman and Bonnie-Bassler, have had a major contribution to the field of bacterial communication and social behavior. They are magnificent laureates of the Paul Ehrlich and Ludwig Darmstadter Prize. Their achievements will guide many ongoing and future studies on various microbial ecosystems. Thank you. Prime Minister, dear laureates, dear colleagues, ladies and gentlemen, a little over 2 years ago, in December 2019, in the city of Wuhan, in Hubei province in China, a novel virus was identified from an outbreak of an illness affecting the human respiratory system. This illness is now familiar to all of us as coronavirus disease 2019 or COVID-19. Attempts to contain the virus failed and it spread rapidly across the globe. On the 30th of January 2020, the World Health Organization declared a public health emergency of international concern, and on the 11th of March 2020, a pandemic. As we meet here today, this pandemic has caused over 420 million cases and almost 6 million deaths, making it one of the deadliest ever. But for the remarkable story that I'm about to relate, the effects of this pandemic would have been unimaginably worse. In the mid-1960s, scientists in Britain and France proposed and then showed that molecules of messenger RNA carry genetic information from the DNA in the nucleus of biological cells to cellular machines in the cytoplasm. These machines, known as ribosomes, read the instructions in the messenger RNA to make proteins from the 20 naturally occurring amino acids. In this process, the genetic information in DNA
is translated into the diverse biological functions of proteins. The idea of injecting messenger RNA into animals and humans so as to produce a specific protein, which would then elicit a beneficial immune response, goes back to the late 20th century. But this idea was thwarted by the instability of the messenger RNA molecules. And to make matters worse, our immune systems treat injected naked messenger RNA as undesirable trespassers. Toll-like receptors recognize them, inflammatory signal molecules are released, and the translation of the protein from the messenger RNA is inhibited. At the end of the 20th century and in the early years of this century, the first of our three laureates, Katalin Karikó, a Hungarian biochemist working at the University of Pennsylvania in Philadelphia, took the initial significant steps towards solving this conundrum of how to introduce messenger RNA effectively into living cells. She discovered that by replacing specific ribonucleotides in messenger RNA with similar but chemically modified versions, she could stabilize the messenger RNA and at the same time weaken the body's defense response to the messenger RNA, thereby significantly increasing intracellular protein production. Our two other laureates, Özlem Türeci and Uğur Şahin, German medical doctors of Turkish origin, are married to each other. Working together with research teams at Johannes Gutenberg University of Mainz and encouraged specially by Professor Christoph Huber, they built on Katalin Karikó's initial breakthrough. They conducted a systematic study of how intracellular protein production is influenced by each of the characteristic features of the injected messenger RNA molecules. They're called the 5' cap, the 5' untranslated region, the codons that specify the amino acids, the 3' untranslated region, and the 3' poly-A tail. And in this way, they optimized and vastly boosted the translation of the messenger RNA into proteins. They also adopted and improved methods for encapsulating the messenger RNA in lipid nanoparticles to protect them from degradation. An additional benefit of encapsulation was that it stimulated the uptake of the messenger RNA molecules into specific dendritic cells located in lymphoid tissues. These particular dendritic cells act as antigen-presenting cells, and so they're important in invoking specific immunological responses. From 2005 onwards, Drs. Türeci and Şahin focused on targeting potent vaccines against specific antigens on the surfaces of cancer cells. Their goal was to evoke an immune response in a patient that would recognize the patient's cancer cells and destroy them. And by 2020, they had developed a personalized messenger RNA therapy against a human melanoma. This extraordinary medical advance has opened the way to a new era of personalized messenger RNA vaccines that can be tailored as required by the tumor mutations in any cancer patient. And remarkably, such specific vaccines can be produced on demand within 2 weeks. Other scientists in the messenger RNA vaccine field have benefited from their methodologies, which were made generally available via prominent publications since 2014. An important feature of the activities of Drs. Türeci and Şahin is that they were not conducted solely in university laboratories, but crucially, they extended also into spin-off companies, and especially into BioNTech, which they founded in 2009. The founding and development of BioNTech needed knowledge,
vision, technical know-how, plus another vital ingredient, finance. And this finance was provided most notably by Thomas and Andrea Strüngmann. And other important funds came from the German government and from the European Union. Another decisive factor in the success of BioNTech has been their close collaborations with pharma, and especially with Genentech and Pfizer. In January 2020, when Drs. Turecki and Sahin read about the emergence and alarming spread of COVID-19 in Wuhan and surrounding regions, they immediately diverted some of the resources of BioNTech towards developing a messenger RNA vaccine against the coronavirus. They were helped at this point by the release of the sequence of the viral genome, which allowed them to launch a program codenamed Lightspeed to develop a new messenger RNA vaccine against the viral spike protein, which extends from the coat of the virus. Today, it's truly astonishing to relate that in less than 11 months, Drs. Turecki and Sahin and colleagues were able to engineer, manufacture, and test many mRNA vaccine candidates, leading eventually to BNT162b2, a messenger RNA lipid nanoparticle vaccine encoding part of the spike protein. Here, their collaboration with Pfizer has been crucial. Together with Pfizer, they recruited 44,000 participants of various ethnicities spread around the world into clinical trials of this particular vaccine. And these trials established that the vaccine induced a safe and effective immune response in humans. And together with Pfizer, they also dealt expeditiously with the various regulatory authorities who authorized the widespread use of the vaccine in clinical practice. Thus, BNT162b2 became the first messenger RNA drug, and in parallel with the vaccine developed by Moderna, the first vaccine able to prevent COVID-19 to be authorized for human use. Just 4 months ago, in November 2021, the World Health Organization announced the emergence of the Omicron variant of the virus. And in a very short time, Drs. Turecki, Sahin, and colleagues had adapted their procedure to produce a vaccine against the variant. And today we can envisage that their process for rapid development of messenger RNA vaccines will be employed against future pandemics and other infectious diseases. In 1796, Edward Jenner introduced vaccination into medicine when he inoculated his gardener's 8-year-old son with cowpox lesions taken from the hands of a milkmaid. In the 1880s, Louis Pasteur developed a vaccine against rabies. By the mid-20th century, vaccines had been developed as inactivated pathogens, or as modified toxins called toxoids, for treating diphtheria, pertussis, and typhoid. It's also worth recalling that Paul Ehrlich himself had the idea of applying vaccination to generate immunity against cancer. His approach was to inject weakened cancer cells. The novel messenger RNA vaccine, stemming from the work of Kathleen Carrico and developed by Özlem Turecki and Ugur Sahin, usher in a new and exciting era in vaccinology that can be applied to both cancer and infectious diseases, as well as providing the means to treat other diseases by providing missing or corrected proteins. Drs. Carrico, Turecki, and Sahin, it's a great honor and a pleasure for me to address these words to you today. Your extraordinary achievements make you to be the most worthy recipients of the 2022 Paul Ehrlich and Ludwig Darmstädter Prize. You deserve the gratitude of everyone here today and countless millions around the world who benefited from your vision and devotion.
Bitte. So, auch diesmal darf ich Ihnen den Text der Urkunde bekannt geben. Der Stiftungsrat der Paul-Ehrlich-Stiftung verleiht für hervorragende wissenschaftliche Arbeiten auf dem Arbeitsgebiet von Paul Ehrlich den Paul Ehrlich und Ludwig Darmstädter Preis 2021 an die Professoren Bonnie Basler und Michael Silverman. Und in gleicher Weise, der Stiftungsrat der Paul-Ehrlich-Stiftung verleiht für hervorragende wissenschaftliche Arbeiten auf dem Arbeitsgebiet von Paul Ehrlich den Paul Ehrlich und Ludwig Darmstädter Preis 2022 an die Professoren Törici, Sahin und Carico. You will be descended. I sincerely thank the Paul Ehrlich Foundation for awarding us this spectacular prize. My thanks are on behalf of myself and my co-recipient, Michael Silverman. Mike couldn't be here today due to health issues. Happily, he's on the mend. He is watching on the live stream. Hi, Mike. Mike wants you to know he's sincerely grateful. Mike and I are receiving our prize belatedly because of the tragic COVID crisis. But in a serendipitous stroke of good luck for us, we are awarded together with this year's winners, Dr. Carico, Turecki, and Shaheen, who imagined, pioneered, and developed the COVID mRNA vaccine. Their work is awe-inspiring. Your creativity and tenacity made it so I could be here today. Actually, your dedication made it so that all of humanity could be wherever each person is today. Congratulations to you, and thank you. I have been fortunate to receive a few prizes celebrating my team's research contributions. The Ehrlich Prize stands as the most significant because I am receiving it together with my former mentor, Michael Silverman. I have dreamed so many times that this would happen. I thank the Ehrlich jury for making it so. As you heard from Dr. Kosar, Mike and I wonder how bacteria get any bang for their buck. They are puny. They are primitive. Earth's first organisms, billions of years old.
so seemingly simple. Yet they have awesome power. Bacteria have traditionally been known for terrorizing us by causing disease. Now, increasingly, bacteria are known as our needed microbiome partners that supply us biomolecules that we do not have the capacity to produce but are required for life. Harmful or beneficial? How do bacteria achieve these grand feats? They talk. They count. They work as groups. Acting collectively allows bacteria to accomplish tasks that they could never carry out if they acted alone, because individually, each bacterial cell is too small to make a difference. We call this process quorum sensing. And we know it is the norm across the bacterial world. We also now understand that quorum sensing is essential for bacteria to be pathogens. Collective action is required for bacteria to successfully mount infections. Today, there are promising biomedical applications that interfere with quorum sensing and render virulent bacteria harmless. Hopefully soon, these burgeoning applications will become medicines that combat bacterial pathogens of global importance. Because compounds that disrupt bacterial communication target behavior, not growth, the notion is that these therapies will be less vulnerable to the development of resistance than traditional antibiotics. In this context, I find it especially inspiring that today's prize celebrates Paul Ehrlich and his contributions to immunology, his fight against infectious diseases, and his concept of selective magic bullet medicines. In the 1970s, Woody Hastings showed that Vibrio fischeri, a bioluminescent marine bacteria, produced light only at high cell density. He discovered that the bacterium released and responded to the accumulation of a signal molecule, an autoinducer. Thus, Vibrio fischeri could sense when it was alone versus when it was in a community by tracking the buildup of the autoinducer. That finding went virtually unnoticed for a decade, presumably because the phenomenon, bioluminescence, was nothing more than a curiosity in an obscure bacterium. And then Mike Silverman got on the scene. First, he had the realization that bacteria possessing the capacity to work as a group could be incredibly important. Second, and this is the genius, Mike realized that light production made the invisible world of the bacteria visible to him, the scientist. He could monitor light as a readout of bacterial collective behavior to discover the genes and proteins involved. In a series of six landmark papers published between 1983 and 1987, Mike Silverman, together with his unstoppable graduate student, Joanne Ingebrecht, discovered the Vibrio fischeri cell-cell communication components and their functions. Mike and Joanne cloned random bits of the Vibrio fischeri genome into E. coli, turned the lights off in the room, and looked for E. coli colonies on petri plates that glowed in the dark. That simple, elegant experiment yielded the enzyme that made the autoinducer, the autoinducer receptor, and the luciferase genes required for light production. The transferred system was sufficient to drive collective behavior. This breakthrough was the first molecular description of a quorum sensing circuit. I looked at the genome database before coming to Germany. It reports 18,000 autoinducer receptor quorum sensing circuits, all of which possess genes nearly identical to those Mike and Joanne first revealed. All 18,000 of those discoveries, and many more that will come, can be traced directly to Silverman's original finding, the key discovery that revolutionized our understanding of bacteria and their profound importance in nature and medicine. Okay, so I'm a part of this story too. I was a beginning graduate student when Mike published those papers. I'd never read them nor heard of his findings, but I was doing research on Vibrio bacteria. Toward the end of my graduate training, I got to attend my first science meeting.
I dutifully sat in the audience listening to the seminars. Mostly, I found them impenetrable. I understood nothing. When I could comprehend the content, I found it, frankly, unremarkable. I recall daydreaming about whether I even liked science. In the midst of these reflections, the next scientist got up to deliver his seminar. I imagine you can guess who it was. Mike Silverman laid out the experiment and discovery that I just related to you. I was mesmerized. The bacteria can work together? They act in synchrony? How could I, a microbiologist, not have heard of that? Tracking light production with only your eyeballs to assess collective behavior? What could be easier? Surely, I was smart enough to turn the lights off in the room and figure out which colonies glowed and which were dark. I rushed to the podium immediately after Mike's talk and begged him to take me as his postdoc. He eventually consented. I arrived at Mike's lab in 1990, and no one was working on this project. No one. I asked him about that. I said, "Where is everyone?" And he said, "You are everyone." Lucky, lucky me. My previous training was 100% in biochemistry. I knew no genetics nor molecular biology. I had never used a restriction enzyme. Mike taught me genetics, and I fell in love with the discipline. We worked elbow to elbow for 4 years. Still focused exclusively on bioluminescent bacteria, together, Mike and I began to discover genes and proteins, suggesting that quorum sensing might involve many proteins, sophisticated signaling mechanisms, and importantly, more than one chemical word. Mike generously let me take my project to my independent job at Princeton University. On my last day in his lab, he said, "I hope you put me out of business." That kindness launched my career. Another important point is that Princeton took a chance on me. Academia was not clamoring to hire me so they could capture the harmless bioluminescent bacterial research arena. No, the work was utterly fringe at the time. But the Princeton Molecular Biology Department performs discovery science using model organisms. The possibility of chit-chat among the world's most ancient critters appealed. 28 years have now passed. I have my own group. And what a group. I'm standing here because of them. Adventurous, fearless, creative, tenacious, magnificent students and postdocs have joined this fray. We, together, made the ensuing discoveries. Early lab members took leaps of faith, linking up with an untested assistant professor with a radical project. Now, the quorum sensing field has become all the rage and is crowded with researchers. When lab members join, they still need to believe they can rise above the noise and make transformative findings. They do. We discovered that quorum sensing is not restricted to bioluminescent bacteria. Rather, chemical communication among bacteria is universal. My team fleshed out the bacterial lexicon, showing that bacteria use specific chemical words to detect self, related family members, non-related bacteria, and non-bacterial organisms. In every case, the chemical entities we discovered were brand new molecules to mankind. The group members showed how bacteria tailor their activities depending on whether they are surrounded by friend or foe. The team demonstrated that bacterial communication is essential for virulence in pathogens of global significance, and that disrupting quorum sensing halts infection. In our most recent work, lab members discovered that bacterial communication transcends kingdoms' boundaries as viruses and higher organisms, including human hosts, participate in these chemical conversations. Our hope is that our research has provided a completely new way to think about microbes and, moreover, to combat them. It is a privilege to live a life of discovery, and Mike and I both know that.
One's days are filled with up-and-coming superstar scientists who want to transform the way we understand the world around us and find new ways to alleviate suffering. I always thought that the best part of being a scientist would be me making discoveries. I was wrong. The best part is the people with whom I have shared the thrill of discovery, starting with Mike Silverman, and now with the many trainees from my own lab. I thank Mike one more time today. Because of Mike, I also give the projects away when lab members leave. I understand I'm not losing anything. There are many lifetimes worth of discovery to make. Plus, having your former trainees eclipse you makes for the proudest moments. My former lab mentees are my meaningful legacy. I thank all the members of the Basler Lab, past and present, for your breathtaking accomplishments. I am so lucky to have you in my life. We did this together. This is our award. Finally, there's one more adventurer in my mix, my husband, Todd Reichert. He is my biggest fan. Todd always tells me I can do it. He has been made an honorary member of the lab, but he is never allowed to graduate. Todd, we did this together. This is our award. Thank you. Mike Silverman also has a life partner, his wife, Brenda, who is owed deep thanks. Mike and Brenda have been together since high school. For Mike Silverman and for myself, once more, our heartfelt thanks to the Paul Ehrlich Foundation, to the selection jury, to our colleagues, and to our families. We are honored, overjoyed, and sincerely grateful for this prize. Prime Minister, distinguished guests, ladies and gentlemen. On behalf of my esteemed colleagues, Katalin Karikó and Özlem Türeci, I would like to express our sincere gratitude to the members of the Scientific Council of the Paul Ehrlich Foundation and to Professor Thomas Böhm. We would like to thank Professor Sir John Walker for his personal speech and touching words. We are deeply honored to receive the Paul Ehrlich and Ludwig Darmstädter Award. We are humbled to be among the renowned scientists who have received this award in the past. We believe that this is not only a recognition of our own work, but also the recognition of the efforts of many scientists who helped to establish mRNA as a powerful new drug class. We also are honored to receive this recognition at this historic site, an important place in German democracy where civil rights were first anchored in law. In times like these, it is important to stand at the side of democracy, freedom, and solidarity. The history of messenger mRNA, as we know it today, began more than 60 years ago. After the structure of DNA was established in 1953 by Watson and Crick, DNA became recognized as the carrier of genetic information. What remained unclear is how this genetic information was translated into protein. The DNA is in the nucleus. The proteins are synthesized in the cytoplasm. So how does this information go from the nucleus to the cytoplasm? In 1961, two studies published side by side in Nature showed that
an unstable ribonucleic acid is transcribed from DNA as a copy and carries the information to the cytoplasm, to the ribosomes, where protein synthesis happens. Both studies use the term messenger RNA for this new form of carrier, a term which had been coined by Jacob and Monod in a seminal review in the same year. The next two decades of research focus on enzymes involved in mRNA biology. The structural elements were discovered, and the function of and regulation of mRNA was more and more solved. Researchers isolated mRNA from cells and transfected them into other cells, confirming that mRNA introduced from the outside can also be translated and is capable of making proteins. Various reagents were discovered that facilitated the procedure of transfection, and the first lipid transfections were already published in the mid-1970s. In 1984, the first detailed description of the synthesis of molecularly defined mRNA by in vitro transcription was described. Starting in 1990, mRNA was injected into animals, and by 1993, for the first time, mRNA was used as a vaccine to immunize mice against influenza. As young scientists in the 1990s on different sides of the Atlantic, Katalin, Özlem, and I became very interested in mRNA. We believe that this molecule is ideally suited to deliver therapeutic proteins to the human body. Unlike DNA, which carries the risk of mutagenicity, mRNA is not prone to be integrated into the genome. We believe that the instability was actually a feature of mRNA because the rapid degradation could come with an excellent safety profile. We recognized the potential, but also understood the challenges we needed to solve. How to prevent mRNA from degradation before it could even take action? How to deliver mRNA to the right cells in the body? And how to achieve efficient translation into functional protein to mediate the intended biological effect in the intended quantity. Our work over three decades generated solutions to overcome these problems and formed the basis for the development of successful use of mRNA medicines in humans. This required the discoveries of several puzzles. One puzzle piece was to improve mRNA's tolerance in the body and increase the translational performance. Our colleague Katalin Carrico began her work at the University of Pennsylvania with the goal of introducing mRNA into living cells to replace missing or defective proteins for patients with inherited diseases such as cystic fibrosis. She found that externally delivered mRNA is sensed by three toll-like receptors and activate the immune system, thereby limiting the production of proteins in host cells. She discovered that replacing the uridine building block in mRNA with the corresponding naturally occurring modified nucleoside prevents the recognition of the by the toll-like receptors and immune activation. This discovery provided a solution to attenuate the endogenous defense response against synthetic mRNA. It improved the tolerance and consequently increased the translational performance. This finding was particularly important if mRNA encodes protein for which an immune response is not intended or is even harmful. Both approved COVID-19 vaccines have carried this modification. At the same time, in the 1990s, Özlem and I were working on cancer vaccines. This was at the university in Hamburg-Saar.
We had a vision that was considered fiction at that time. Because every patient's cancer is unique, we wanted to use mRNA for individualized vaccines that would activate the patient's immune system against their own tumor. However, the mRNA vaccine vectors used at that time elicited poor immune responses, 100 to 1,000 fold weaker than required to control established tumors. By systematic research, we discovered modifications of the mRNA in certain structural elements, the CAP, the poly A, untranslated regions, and these modifications increased the intracellular stability and cellular translation of the mRNA. While each individual modification had a significant effect on mRNA translation, we found that the combination of this modification within a single mRNA scaffold exponentially improved the mRNA potency, resulting in transcripts with prolonged and greatly increased translation. This was the second puzzle piece to improve mRNA medicines. These systematic principles that we introduced for mRNA vaccine design later become widely used standard for optimizing vector scaffolds for mRNA therapy. The next piece of the puzzle was to find out how to get the mRNA into the right cells. In a preclinical experiment in 2004, we made an interesting observation. The direct injection of the mRNA vaccine into a lymph node elicited a much stronger immune response than the injection into the skin or the muscle, which are the usual routes for administration. To our surprise, the mRNA in the lymph node was efficiently taken up by resident dendritic cells. These are the high performance trainers of our immune system and mediate particularly strong immune responses. We realize that directing the mRNA to dendritic cells in lymph nodes had to become a critical part of the solution. In the years that followed, we explored various methods for delivering of mRNA into the cells. We discovered lipid nanoparticle mRNA formulations that acted like a zip code. After intravenous administration, the mRNA vaccines encapsulated in this particular lipid nanoparticles were efficiently taken up by dendritic cells in lymphoid tissues, and the vaccine induced T cell responses that were extremely strong and eradicated large tumors in mice. With this observation, we started human studies and pioneered in 2015 the first delivery of mRNA nanoparticle vaccines to humans. We confirmed the results that we had observed in the preclinical setting. We observed strong immune responses in cancer patients, shrinkage of metastatic tumors with vaccine alone or in combination with checkpoint blockade. Putting these pieces together, this finding provided the blueprint for the development of highly effective mRNA vaccines. As long as the mRNA, as optimized mRNA, is introduced into a lymphoid tissue in a suitable nanoparticle formulation, dendritic cells will take it up and trigger strong immune responses. These advances allowed us also to successfully realize our original concept of cancer vaccines that are tailored to the unique set of mutations of each patient's tumor. The approach involved genomic analysis of the patient's tumor, vaccine design using computerized processes and optimized technical processes and production with quality control within less than 6 weeks. In our first melanoma clinical trial, all patients developed a T-cell response and against the encoded mutations, and the T-cells that were induced recognized the tumors, and in these patients who received the vaccines, the number of metastatic relapses was greatly reduced after vaccination. This approach represents a potential paradigm shift as it can be applied to almost any type of cancer. In 2013, Katalin joined our laboratory at BioNTech.
We had the opportunity to bring these modifications and jointly worked on further improving the vector backbones. In addition, we investigated various lipid formulations to deliver nucleoside-modified mRNA. Through our joint efforts, we have advanced mRNA applications for antibody therapy, for tolerance induction, and for use in autoimmune diseases. In January 2020, when we recognized that the world is facing an unprecedented new challenge, we started the vaccine development. The rapid release of the sequence allowed us to design multiple candidates. We tested more than 20 mRNA vaccine candidates within a few months. We identified one candidate with BNT162b2, which turned out the strongest immune response. The safety and strong efficacy in humans of this candidate was demonstrated in collaboration between BioNTech and Pfizer in a large phase 3 study. The vaccine candidate became the first mRNA drug approved with a proven efficacy and safety authorized in multiple countries. All this was possible because of the foundational work we and our colleagues had developed over decades of research. Today, more than 1 billion individuals have already been vaccinated in 170 regions worldwide, and countless lives have been saved. Finally, on behalf of Özlem and Katalin, I would like to thank all our scientific colleagues for their immense support. Thank you.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind fast an das Ende der Veranstaltung gekommen. Sie haben gesehen und gehört, was es braucht, um der Menschheit segensreich zu Hilfe zu kommen. Es braucht Vision, es braucht Durchhaltewillen und, was zu wenig betont wurde, auch ganz harte Arbeit. Sie haben aber auch gesehen, wie wissenschaftlicher Fortschritt abläuft, wie Wissen generiert wird. Und ich wünschte, dass die politischen Führer dieser Welt sich am wissenschaftlichen Diskurs ein Beispiel nehmen würden und ihre Meinungsverschiedenheiten in fairem, nur der Wahrheitssuche verpflichtetem und vor allem friedlichen Wettstreit lösen würden. Diese Veranstaltung wird getragen von der Freundesvereinigung der Goethe-Universität, und dem Vorsitzenden Professor Bender gilt mein besonderer Dank, denn Sie wissen, ohne die Freundesvereinigung gäbe es keine Paul-Ehrlich-Stiftung und ohne die Paul-Ehrlich-Stiftung gäbe es keinen Paul-Ehrlich- und Ludwig-Darmstädter-Preis. Ich mache Ihnen ein Angebot. Im nächsten Jahr, wenn der Saal wieder hoffentlich sehr voll sein wird, würde ich Sie gerne als Mitglieder dieses Freundeskreises begrüßen. Es ist Ihnen sehr einfach gemacht. Nehmen Sie diese kleine Broschüre nach Hause. Es ist alles schon vorgedruckt. Tragen Sie Ihre Daten ein und ich begrüße Sie im nächsten Jahr zur Mitgliederversammlung. Aber nicht nur die Freundesvereinigung unterstützt den Paul-Ehrlich-Preis und die Paul-Ehrlich-Stiftung, sondern auch das Bundesministerium, das uns jedes Jahr sehr großzügig unterstützt. Gleichwohl auch Unternehmen, Stiftungen und Organisationen, die im Beirat dazu beitragen, dass wir diese Veranstaltungen und vor allem diese Feier der Wissenschaft jedes Jahr ausrichten können. Bevor ich Ihnen einen guten Nachhauseweg wünsche, bedanke ich mich bei unseren musikalischen Begleiterinnen, Annabel Haug, und Anna Olivia Amaya Farias, die diese Veranstaltung würdig umrahmt haben. Und ich danke auch den helfenden Händen im Hintergrund, den zahlreichen, die hinter den Kulissen all diese organisatorischen Aufgaben bewältigt haben und für einen trotz der Umstände reibungslosen Ablauf gesorgt haben. Zum Abschluss bitte ich nun alle Preisträger noch einmal auf die Empore. So all prize winners, please come forward again, so we can take the photos that you can take home with you and that will help you to remember this wonderful day. Thank you very much. Nachhauseweg und bis zum nächsten Jahr.